Und diese Gaben, dieses Potenzial, was dich einzigartig macht, das gilt es jetzt nochmal ans Tageslicht zu fördern. Und deshalb, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute zum dritten Live-Call hier, um dich dabei zu unterstützen, mehr Selbstbewusstsein, mehr in die Selbstanerkennung, in Selbstvertrauen, in die Selbstliebe zu kommen. Schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld, ob ich denn gut zu sehen und auch zu hören bin. Und dann starten wir auch gleich. Heute beschäftigen wir uns mit unserer Einzigartigkeit, mit unserem Sakralchakra. Gestern haben wir uns ja schon mit unserem Wurzelchakra beschäftigt. Und heute geht es mal eine Etage höher zum Sakralchakra. Aber mir fällt gerade ein, genau, ich habe noch eine Frage bekommen von dem ersten Call am Montag, wo es darum ging, welche Geschichte erzählst du dir? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Ich lese es jetzt mal vor. Ich habe es mir hier reinkopiert, damit ich es nicht vergesse. Deshalb habe ich mir den Namen mitnotiert. Mir ist durch deinen Beitrag bewusst geworden, was für einen Unsinn es ständig eigentlich in mir denkt. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht mehr da rauskomme. Ja, gute Frage. Vielen Dank dafür auch. Das hat mich auch lange Zeit beschäftigt. Als ich mir auch mal so bewusst gemacht habe, was für ein Unsinn, was für ein Blödsinn, was für destruktive Gedanken wir den ganzen Tag denken und was für Geschichten wir uns erzählen, da kommt dann schon mal der Gedanke auf, oh je, wie soll ich denn da rauskommen? Weil das fließt ja, so ist ja so ein totales Gedankenkabarett. Und im Grunde genommen ist es ja auch eigentlich gut, dass wir das nicht alles laut denken, sonst kämen die mit diesen weißen Jacken und würden uns da ja einsammeln. Aber es geht ja darum, da rauszukommen. Was hat mir geholfen? Also, und deshalb gebe ich dir das jetzt so weiter. Mir hat geholfen, mich immer mehr und mehr darin zu üben, meine Gedanken zu beobachten. Und in dem Moment, wo ein Gedanke aufkommt, der völlig unsinnig ist, destruktiv, negativ, irgendeine Geschichte mir wieder erzählen will, die mir Energie raubt, die, was weiß ich, an den Kram von gestern anknüpft, von vorgestern, aus der Vergangenheit, was mich ja überhaupt nicht weiterbringt jetzt, dann hat es mir geholfen, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich neben mir stehe und den Satz dann gedacht habe, oh, das ist ja interessant. Dieser Gedanke, der jetzt da aufkommt. Das ist ja ein interessanter Gedanke. Also damit bin ich nicht damit in Resonanz gegangen, sondern in die Beobachterrolle. Und indem du dann denkst, das ist ja ein interessanter Gedanke, was da jetzt wieder in mir aufkommt, kommst du so ein bisschen ins Schmunzeln und gehst damit nicht in Resonanz. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass du dann diesen Gedanken gleich umformulierst. Gleich umformulierst ins Positive. Wenn du jetzt zuschaust, diejenige, die gestern die Frage gestellt hat, bitte gerne mal so ein paar Gedanken reinschreiben, die du als destruktiv oder alle anderen, die jetzt hier live dabei sind, gerne auch reinschreiben. Dann können wir uns ja zum Schluss noch ein bisschen Zeit nehmen, dass ich euch da auch noch oder dir noch Beispiele gebe, genau auf dich bezogen, wie wir den Gedanken dann umwandeln können, wenn du das Gefühl hast. Da hapert es noch ein bisschen. Also, Gedanken beobachten und gleich denken, ups, das ist ja interessant, was es da jetzt wieder in mir denkt. Und dann im zweiten Schritt genau diesen negativen, unsinnigen Gedanken ins Positive umwandeln und den denken. Und wenn du dich daran übst, wirst du merken, wie du immer mehr und mehr in die Beobachterrolle kommst und ja, immer mehr und mehr diese ganzen Glaubenssätze, die in dir drin sind, die letzten Endes ja auch dazu beitragen, dass du so einen Unsinn denkst, umwandelst und beginnst anders zu denken. Geht nicht von heute auf morgen, aber geht. Und bitte, auch wenn dein, also der erste Schritt ist, das einfach auch zu tun und dran zu bleiben. Und das zweite ist, unser Denker, unser Verstand, der schaltet sich dann auch gerne mal so nach ein, zwei Tagen ein und sagt, ey, was machst du denn da? Das nutzt doch gar nichts.
Und dann beobachte auch das bitte, was dein Denker, dein Verstand dir dann sagt oder erzählen will, welche Geschichte er dir dann erzählen will. Denn unser Verstand, der Denker, der will immer gleich greifbare Resultate haben. Und wir bewegen uns hier auf einer Ebene, wo zum einen vielleicht nicht gleich von der einen auf die nächste Sekunde oder Minute das greifbare Ergebnis im Außen sichtbar ist. Du bist aber grundsätzlich dabei, was anderes ins Feld reinzusenden, denn unsere Gedanken sind nicht nichts. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns ja letzten Endes unsere Realität im Außen. Das heißt, das, was wir aussenden, das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl und schickt uns entsprechend die Realität ins Leben. Und dann sind wir auch dazu geneigt, so die Kleinigkeiten nicht zu sehen. Die kleinen Schritte, die wir letzten Endes schon gemacht haben auf dem Weg zu uns selbst, zu unserem Herzen, dass wir das so ad acta tun, dass wir das gar nicht wahrnehmen, dass wir es nicht oder es uns nicht bewusst machen, dass wir ja, das nicht zulassen. Und deshalb ist es auch gut, wenn du mal die Aufmerksamkeit jeden Tag so ein bisschen darauf richtest, was du schon richtig gut gemacht hast heute. Ja? Und damit kommst du mehr auch in die Zuneigung, in die Liebe zu dir selbst und machst dir damit wirklich auch bewusst, wenn du dir 3, 4 Dinge jeden Tag aussuchst, was heute richtig gut war, was deine Fortschritte sind. Und dann hat dein Denker, der Verstand, eben auch Futter und ist mit im Boot. Okay? Also, ja, dann lass uns heute mal über das Sakralchakra sprechen. Das befindet sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel und da sitzt unser Potenzial, unsere Kreativität, unsere ureigenen Gaben. Da sind so die Dinge vergraben, von denen wir mal einen Plan hatten, bevor wir hier in diesem Körper inkarniert haben, um es jetzt mal spirituell auszudrücken. Das sind aber auch die Dinge, wo wir uns als kleine Kinder noch gewagt haben, von zu träumen. Denn als Kinder war alles möglich für uns. Wir konnten und wollten diese wunderbare Welt erobern und alles war möglich. Bis dann so die gut gemeinte Erziehung dazu kam und Schluss war mit Entwicklung, sondern uns so ein bisschen was übergestülpt wurde und zwar heftig viel. Und das ist keine Elternschelde. Die Eltern, die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sie wussten es ja auch nicht besser. Sie konnten uns ja das nur weitergeben, was sie in sich getragen haben. Aber du bist jetzt in der Lage, das zu erkennen und das zu wandeln. Und diese Gaben, dieses Potenzial, was dich einzigartig macht, das gilt es jetzt nochmal ins Tageslicht zu fördern und deshalb beschäftigen wir uns jetzt heute mal mit dem Sakralchakra. Und da würde ich dich dazu einladen, das geht immer am besten, indem man mal die Augen schließt und mal zur Ruhe kommt, mal im Hier und im Jetzt ankommt. Deshalb schließen wir jetzt mal gemeinsam die Augen. Der Rücken sollte möglichst sein. Nimm den Stuhl, den Sessel, die Bank, wo auch immer du gerade hockst, mal wahr, wie sie dich trägt, ohne dass du jetzt etwas dazu beiträgst. Und vielleicht magst du auch die Entscheidung treffen, dich jetzt einfach tragen zu lassen. Von dem Leben und so ganz in diesem Augenblick hier anzukommen. Der Atemstrom fließt ganz leicht und frei durch die Nase ein und aus. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie so eine Stille, eine Art von Frieden, eine Art von Harmonie sich jetzt ausbreiten, wie sie dich umgeben möchten. Und erlaube dieser Stille, der Ruhe, dem Frieden und der Harmonie sich jetzt auch auszubreiten. In diesem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen, großen, geschützten Raum hier in der Gruppe.
Und ich lade dich auch ein, dir mal vorzustellen, wie du deinen Raum mit deiner ganzen Präsenz einnehmen kannst. Stell dir einfach vor, wie du dich ausbreiten kannst, über deinen physischen Körper hinaus, ausbreiten kannst in diesen deinen Raum und ihn so mit deiner ganzen Präsenz einnimmst. Wunderbar machst du das. Einfach mitmachen, einfach tun. Du kannst nichts falsch machen. Alles ist gut, so wie es ist. Mach einfach mit. Und lass deinen Denker, deinen Verstand jetzt einfach mal mit beobachten. Großartig. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Sakralchakra zu gehen, das sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel befindet. Und stell dir jetzt einfach vor, wie dein Atemstrom über dein Sakralchakra ein- und ausströmt. Wenn dir das hilft, leg gerne auch deine linke Hand auf dein Sakralchakra und stell dir vor, wie über diesen Bereich jetzt dein Atemstrom ganz tief und genüsslich ein- und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, einfach mitmachen. Dein Atemstrom strömt über dein Sakralchakra ganz tief und genüsslich ein und wieder aus. Wunderbar. Und jetzt steigern wir das noch, indem wir uns vorstellen, jedem Chakra sind gewisse Farben zugeordnet. Beim Sakralchakra ist es die Farbe Orange. Und deshalb lade ich dich jetzt ein, dir vorzustellen, wie orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie in dein Sakralchakra einströmen. Mach das ganz tief und genüsslich. Und mit jedem Ausatmen erlaubst du dem Sakralchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und sich von all den Blockaden zu befreien, die jetzt in die Heilung gebracht werden dürfen, zu deinem höchsten Wohle und zum Wohle aller Beteiligten. Orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen tief und genüsslich in dein Sakralchakra ein. Mit jedem Ausatmen erlaubst du dem Sakralchakra mehr und mehr, sich zu reinigen und sich zu befreien von all den Themen und Blockaden und Hindernissen, die jetzt in die Heilung gebracht werden dürfen, zu deinem höchsten Wohle und zum Wohle aller Beteiligten. Mach das jetzt in deinem eigenen Rhythmus. Ganz großartig machst du das. Du musst auch an kein spezielles Hindernis jetzt denken. Denk einfach gerne auch pauschal, dass mit jedem Ausatmen all die Themen und Blockaden dein Sakralchakra verlassen, die jetzt in die Heilung gebracht werden dürfen. Und hab einfach Vertrauen. Hab Vertrauen, dass immer die Heilung geschieht, sobald du dich dieser öffnest, die zu deinem höchsten Wohle und zum Wohle aller Beteiligten geschehen darf. Wunderbar machst du das. Und dann lass jetzt gerne mal die Frage auf dich wirken, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt?
Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und dann beobachte mal, was da an interessanten Gedanken und Ideen und Aspekten aufkommt. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Atme weiter über dein Sakralchakra ein und aus. Lass die Frage auf dich wirken und beobachte, was da an interessanten Aspekten aufkommt. Wenn nichts aufkommt, dann finde auch das interessant, dass jetzt mal nichts aufkommt. Also alles ist so, wie es ist, in Ordnung. Und dann fühl weiter, atme weiter über diesen Bereich ein und aus. Und beobachte mal neugierig, wie so ein Kätzchen, das vor dem Mauseloch hockt und auf das Mäuschen wartet. Beobachte so mal ganz neugierig, was da an Ideen in dein Bewusstsein kommt. Vielleicht hilft dir diese Metapher mit der Katze und der Maus besser, dich der Neugierde zu öffnen, dieser kindlichen Neugierde nochmal zu öffnen. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und dann lass das mal auf dich wirken. Nimm wahr, ohne zu bewerten und zu beurteilen. Und genieße einfach mal diese Gedanken und Impulse, die da aufkommen. Ganz großartig machst du das. Wenn dein Körper sich dabei bewegen möchte, ich merke bei mir immer, dass ich da so ein bisschen hin und her wippe, so in diese Schwingung mich noch mehr hineinbegebe, ganz automatisch, dann mach das auch gerne. Erlaube deinem Körper jetzt mitzuschwingen in dieser guten, genialen Energie, in der du dich gerade befindest. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Was kommt da an Ideen zu dir, an Gedanken, an Impulsen? Beobachte mal ganz interessiert. Wunderbar. Und nimm noch einmal einen letzten Atemzug durch dein Sakralchakra tief ein und aus. Richte dann deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atemstrom über die Nase ein- und auszuatmen. Nimm einen tiefen und genüsslichen Atemzug durch die Nase. Mit dem Ausatmen fängst du wieder an, dich zu bewegen, öffne wieder deine Augen und komm wieder ganz im Hier und im Jetzt, hellwach, topfit und voll guter Energie an. Hallo liebe Katja, schön, dass du dabei bist. Du bist gerade die Einzige, die ich hier sehe, dass du dabei bist. Ich sehe, wir haben mehr Zuschauer, aber dich kann ich hier in meinem Feld entdecken. Schön, dass du da bist. Schreib doch mal gerne rein, wie es dir gegangen ist jetzt bei dieser Übung, wie du dich gefühlt hast, was an Ideen und Aspekten da zu dir geflossen sind, was du an Erfahrungen gemacht hast. Das hilft ja auch, wenn man sich da so untereinander ein bisschen austauscht, ne? Weil man hat dann auch manchmal das Gefühl, wenn so Dinge aufkommen, gerade wenn man sich so auf diesen Weg hier begibt, dass irgendetwas mit einem nicht stimmt, dass etwas falsch mit einem ist, dass man nicht richtig tickt oder wie auch immer, weil der Denker einfach sagt, oh, was ist denn das für ein Blödsinn, was da aufkommt oder das funktioniert bei dir doch nicht oder es ist nichts aufgekommen. Da habe ich dich ja auch dazu eingeladen, auch das dann wahrzunehmen. Deshalb ist so ein Austausch hier so sehr hilfreich für dich. Genau. Ja. Ich möchte noch eins obendrauf setzen für heute, denn wir haben uns ja auch in der Kinderstube angeeignet, uns so zu verbiegen und so zu verhalten,
dass wir den anderen es gerecht machen. Das kommt so aus dem Tenor, dass wir lechzen nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und da haben wir schon sehr früh festgestellt, wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich ein bisschen mehr davon ab. Und das zieht sich dann auch wie so ein Faden auch im späteren Erwachsenendasein durch. Das Leben, dass wir einfach immer denken, wir müssen es anderen gerecht machen. Wir erlauben uns nicht, uns selbst an die erste Stelle zu setzen, weil wir denken, das ist ja egoistisch. Ich kann ja mich jetzt hier nicht mit meiner ganzen Präsenz zeigen. Und haben auch so die Denke, kennst du das? Was denken andere davon, wenn ich das jetzt mache? Was denken andere davon, wenn ich jetzt mein eigenes Ding hier durchziehe? Hallo, liebe Katja, nochmal. Was denken andere davon, wenn ich mich jetzt nicht so verhalte, wie sie das von mir erwarten? Was denken andere davon, wenn ich jetzt, ja, weil wir uns regelmäßig immer getroffen haben zu einem Stammtisch, keine Ahnung, und ich fühle schon lange in mir, das ist nicht mehr so ganz meine Welt, diese Ebene, diese Energie da, die da herrscht. Was denken die dann von mir, wenn ich jetzt sage, ich komme nicht mehr, ich klinke mich da aus oder was auch immer dich da beschäftigt? Ich glaube, das kennst du, ne? Genau. Und da habe ich jetzt noch eine Übung für dich. Dazu brauchst du einen Stift, ein Blatt Papier und schreib dir da gerne mal so ein paar Fragen jetzt mit, die ich dir mit auf den Weg gebe, mit denen du dann so die nächsten Tage mal ein bisschen oder insbesondere heute, das werde ich eh die nächsten Tage dann beschäftigen, aber mit der mentalen Ausrichtung, insbesondere heute, dich damit zu beschäftigen und das einfach mal auf dich wirken zu lassen und zu notieren, was da so in dein Bewusstsein kommt. Die Katja schreibt noch, ich habe seit einiger Zeit eine von außen auferlegte Auszeit aufgebrungen bekommen. Die Zeit nutze ich, um über mein bisheriges Leben nachzudenken. Katja, gratuliere dir, das ist ganz, ganz großartig. Klopft dir auf die Schulter, dass du das jetzt so erkannt hast vom Universum. Du hast das so schön geschrieben, eine von außen auferlegte Auszeit aufgebrummt bekommen. Dass du jetzt wirklich diese Zeit nutzt, zu dir selbst zu finden, über dein bisheriges Leben nachzudenken, ist sehr, sehr gut. Richte aber bitte jetzt mal die Aufmerksamkeit vor allem auf dein zukünftiges Leben. Und fang bitte mal an, wieder groß zu träumen. Fang bitte wieder an, groß zu träumen. Wie schaut mein optimaler Tag jetzt aus? Danke, liebes Universum, dass du mir diese Auszeit jetzt aufgepumpt hast. Ich habe deine Botschaften lange Zeit missachtet. Ich habe die Botschaften meines Herzens, meiner Seele lange Zeit missachtet. Aber jetzt habe ich es erkannt. Katja, wie viele Menschen gehen hin, wenn sie so eine Auszeit aufgebrummt bekommen und denken dann auch, bin ich ein armes Würstchen? Warum dieser Schicksalsschlag jetzt? Warum passiert mir das jetzt schon wieder? Und beschäftigen sich weiter mit irgendwelchen Dingen im Außen, mit unsinnigem Kram, hocken sich vor den Fernseher, lassen sich berieseln. Oder selbst wenn du ein Buch liest, dann bist du im Außen, dann bist du nicht bei dir. Selbst wenn es ein was weiß ich, ein Buch ist, der auch Energie schenkt. Aber es geht darum, dass du dir Inspirationen holst, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Und genau das hast du erkannt, Katja. Ganz, ganz toll. Wunderbar. Und bitte Aufmerksamkeit auch sehr, sehr stark darauf richten, wie dein zukünftiges Leben ausschauen sollte und fang bitte an, in der Richtung groß zu träumen, um dir künftig dein Leben nach deinem eigenen Standard zu erschaffen und nicht wieder in alte Muster reinzukommen und dich mit deinem alten bisherigen Leben weiter zu arrangieren. Also allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Schenk jetzt deinem neuen, großartigen Leben die Aufmerksamkeit und diesen wunderbaren Möglichkeiten,
die schon im Feld sind, die du noch nicht sehen und greifen kannst. Öffne dich diesem und wundere dich, was da alles zu dir kommt, wie so ein kleines Kind. Oder wie die Katze, das Kätzlein vor dem Mauseloch, was ist da, was kommt da zu mir jetzt gleich, okay? Ich hoffe, das hilft dir. Schreib mir gerne nochmal ins Kommentarfeld oder gerne auch Daumen hoch und Herzlein, da freue ich mich natürlich auch drüber. Okay, ich wollte dir noch ein paar Fragen mitgeben, die du dir notieren kannst und damit so ein bisschen zusätzlich schwanger gehen kannst. Und zwar, schreib dir doch bitte mal auf, was wäre der großartigste, was wäre das Großartigste, was wäre das Großartigste, was andere über mich sagen können? Was wäre das Großartigste, was andere über mich sagen können? Schreib dir das mal auf und überleg dir mal, was wäre das Großartigste, was deine Mutter über dich sagen könnte, was dein Vater über dich sagen könnte, was deine liebste Kollegin über dich sagen könnte, deine beste Freundin, dein bester Freund. Was wäre das Großartigste, was dein Nachbar über dich sagen könnte? Und jetzt träumen wir mal noch ganz groß. Stell dir mal vor, die Printmedien und Funk und Fernsehen würden über dich berichten. Was wäre das Großartigste, was sie über dich berichten könnten? Schreib dir das mal auf, lass das mal in dein Bewusstsein. Und ich bin sicher, da wirst du ganz, ganz interessante Aspekte entdecken. Und geh dann gleich in die Beobachterrolle und sag auch da nochmal, ups, das ist ja interessant, was das Großartigste wäre, was andere über mich schreiben oder denken könnten. Und dann kannst du daraus neue, positive, förderliche Glaubenssätze formulieren. Das wäre so eine Aufgabe, die ich dir gerne mitgebe für den heutigen Tag, für die Mittagspause oder wie auch immer, dich damit zu beschäftigen. Genau. Liebe Katja, sehr, sehr gerne. Habt einen wunderschönen Tag und bleibt am Ball. Wir sehen uns auf morgen nochmal. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf morgen. Freue mich, dass du nochmal hier dann dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Eine ganz, ganz herzliche Umarmung. Bis morgen. Ciao, ciao.